Das hier wird vermutlich aufgrund des Hurricane Matthew unter den Tisch gekehrt. Selbst wenn nicht. Was auch immer in den Nachrichten erscheinen wird, wird vermutlich für die Öffentlichkeit nicht die ganze Wahrheit enthalten. Menschen sollten diese Art von Dingen auch nicht hören. Vor allem, wenn man bedenkt, wie verängstigt alle bereits aufgrund des Hurricanes waren. Da ist diese Kindertagesstätte in Charleston, Südkalifornien. Es ist eine heruntergekommene Gegend. Ich war gerade dort unterwegs, bevor die Dämmerung einsetzte, als die Besitzerin der Kindertagesstätte hinaus auf die Straße rannte und mich zum Anhalten bewegte. Sie war von oben bis unten voller Blut. Ich stieg aus dem Auto und rief nach Verstärkung. Officer Gerald und Endoma waren nur einen Block entfernt und brauchten keine ganze Minute zu mir. Endoma blieb bei der unter Schock stehenden Frau, während Gerald und ich unsere Waffen zogen und das Gebäude betraten. Es waren 6 Kinder darin. Nackt. Tot. Ich rief einen Notarzt und unseren Vorgesetzten. Aufgrund der Vorbereitungen auf den Hurricane hatten Gerald und ich bereits das kleine Gebäude gesäubert, als sie ankam. Wenn die Besitzerin der Tagesstätte die Kinder nicht getötet hatte, dann war der, der auch immer das getan hatte, bereits über alle Berge. Die Nachrichten, die sich normalerweise wie Tiere darauf gestürzt hätten, hatten nicht einmal unsere Funksprüche mitbekommen. Sie waren zu beschäftigt damit, über den Sturm zu berichten. Um ehrlich zu sein, nichts hätte mich mehr erleichtern können. Die Stadt müsste darüber noch nichts wissen. Die Besitzerin der Tagesstätte hatte immer noch kein Wort gesagt. Wir hatten sie in Sicherheitsverwahrung, aber es war offensichtlich, dass wir ein psychiatrisches Gutachten brauchten. Dennoch war das vorerst vom Tisch, zumindest bis morgen. Wir nahmen die Akten der betroffenen Kinder aus den Unterlagen der Tagesstätte und fingen damit an, die Eltern zu informieren. Während ich das hier gerade schreibe, werden die letzten 2 der 6 Körper untersucht. Das Krankenhaus bereitete sich auf den Zustrom der vom Hurricane möglichen verletzten Menschen bereits vor. Also wurden die Verstorbenen direkt zum städtischen Gerichtsmediziner gebracht. Die Obduktion war oberflächlich und inoffiziell. Ich kannte den Typen, der das hier unten leitete. Mein Vater war da auch ein guter Vitamin B-Lieferant. Wann auch immer man etwas über einen Fall wissen musste, der über meine Gehaltsklasse ging, half er mir normalerweise, die Informationen zu besorgen. Heute war es nicht anders. Ich weiß, was ich gesehen hatte, und es gab viele offene Fragen. Als Gerald und ich das Gebäude betraten und die Opfer sahen, wussten wir sofort, was den Tod verursachte. Die Wunden waren klaffend und offensichtlich. Tatsächlich glaube ich heute nicht einmal geblinzelt zu haben, ohne sie für eine kurze Sekunde in der Dunkelheit zu sehen. Für mich war es klar, dass die Besitzerin unschuldig war. Sie war 1,55 Meter groß und ich wäre überrascht gewesen, wenn sie an die 50 Kilo gewogen hätte. Ihr Mund war einfach zu klein. Ja, das ist relevant. Hier ist das Ding. Auf den ersten Blick dachte ich, die Kids wurden von einer Art Tier getötet. Die Bisse, die diesen sofortigen und massiven Blutverlust verursachten, mussten von etwas Größerem und einem kräftigeren Kiefer kommen. Nachdem wir das Gebäude gesäubert hatten, versuchte Endoma und Gerald die Besitzerin zur Rede zu bewegen. Ich hingegen schaute mir die Wunden näher an. Sie waren sehr ähnlich, sehr präzise. Ich meine, die Kinder wurden alle an exakt derselben Stelle gebissen. Alles zwischen ihren Beinen bis hoch zum Bauchnabel und zum unteren Rücken fehlte. Es waren Flecken auf ihren Oberschenkeln. Irgendwas Weißes. Es war offensichtlicher bei den dunkelhäutigen Opfern. Dennoch wiesen alle Opfer dieselben Flecken auf. Ich schaute mir gerade die Fasern an, die in den Wunden steckten, aber wurde plötzlich von Notärzten und dem Gerichtsmediziner unterbrochen.
Sie mussten ihr Ding machen, also ließ ich sie. Ich verbrachte den ganzen Morgen an meinem Schreibtisch, füllte Berichte aus und schrieb diese Zeilen hier, um meinen Kopf frei zu bekommen. Vor ungefähr einer Stunde rief ich meinen Kontakt im Büro des Gerichtsmediziners an. Er sagte mir, wie ich bereits erwähnte, dass sie 4 der 6 Opfer untersucht hatten. Es waren mit Sicherheit die Bisse, die sie töteten. Sie verbluteten in wenigen Sekunden. Ich fragte ihn, ob er eine Vorstellung hätte, was es gewesen sein könnte, und er pausierte. Für mich hieß das, dass er noch nicht sicher war. Nach ein paar Sekunden der Stille fragte ich ihn wegen der Fasern, die ich gesehen hatte. Rote Haare, sagte er mir. Rote, drahtige Haare. John dachte, sie könnten von einem Schimpansen sein, da sie bekannt dafür sind, Genitalbereiche zu attackieren. Aber normalerweise hätten sie auch andere Teile des Körpers verletzen müssen. Was ist das für ein weißes Zeug? Fragte ich. Wir sind uns da noch nicht so sicher. Das Labor wird erst eine Analyse nach dem Sturm machen können. Aber von dem, was wir hier alles feststellen konnten, scheint es eine Art Make-up zu sein. Ich dankte ihm und wollte gerade auflegen, als er wieder anfing zu sprechen. Da ist noch eine Sache. Wir haben etwas in der Harnblase des kaukasischen Jungen gefunden. Ich schauderte, aber sagte ihm, er solle fortfahren. Naja, es ist Schaumstoff. Als wir es herauszogen, war es eine Art große, weiche Masse. Aber als John es abspülte... Mein Freund zögerte etwas und ich hörte, wie er tief in den Telefonhörer seufzte. Ich gab ihm eine Sekunde, aber drängte ihn dann weiter zu sprechen. Er seufzte wieder. Es war eine dieser roten Schaumstoffnasen. Eine, wie sie Clowns tragen.